Mecklenburg-Vorpommern investiert in die Gesundheit seiner Lehrkräfte. Am Dienstag gab Bildungsminister Matthias Brotkorb den Start des ersten Gesundheitsprogramms für Beschäftigte an öffentlichen Schulen bekannt. Als Teil eines 10-Punkte-Programms, welches die Häufigkeit von Unterrichtsausfällen verringern soll, wurde bereits mit der Umsetzung begonnen. Finanziert wird die Gesundheitsförderung aus Mitteln des 50-Millionen-Euro-Bildungspakets. Die drei Schwerpunkte des Programms sind das Eingliederungsmanagement, Arbeitsschutz und betriebliche Gesundheitsförderung. Die teilnehmenden Schulen aller Schularten werden mit Coachings, Fortbildungen und Präventionsmaßnahmen individuell betreut. Wir haben jetzt 32 Schulen, die ausgewählt wurden aus einer Bewerberzahl, die sich freiwillig gemeldet haben und die jetzt unterstützt werden dabei, Möglichkeiten in der Schule zu suchen, die Arbeitsbelastung zu reduzieren, die Unterrichtsorganisation vielleicht anders zu machen, ein paar Verfahren zu verändern, mehr im Team zusammenzuarbeiten. Also da gibt es ganz verschiedene Maßnahmen, die Lehrern helfen können, um entlastet zu werden. Die Programme an den Schulen laufen zunächst bis zu 2 Jahre. In regelmäßigen Abständen werde der Krankenstand überprüft. Am 6. November findet der Lehrergesundheitstag in Greifswald statt, auf dem die Thematik detailliert besprochen werden soll.